Jo. Irgendwie sieht Streamlabs gerade neu aus oder bin ich blöd? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir alles neu vor. Hey, Mani-san, welcome back. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben schon drei und zwei Assassins, wenn das nicht ein Zeichen ist. Alles klar bei die Mani-san. Habt ihr schön gegessen heute auch schon? Wart ihr schön am Grillen oder sowas? Wir haben gegrillt heute. Aber tatsächlich mit dem Tischgrill und nicht draußen. Leider. Der Querti kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo Theodor, guten Tag. Wir haben gestern auch gegrillt. Chillig. Ah, Grillen ist halt auch geil. Wieso steht er eigentlich in der Backline so komisch drin? Der Querti, den kennen wir doch irgendwo her, oder? Also Querti kommt mir voll bekannt vor vom Namen. Also ich weiß nicht, ob ich den, ob einfach irgendwas Bestimmtes heißt und man kennt es irgendwo her oder ich kenne aus Twitch oder aus YouTube, aber Querti kommt mir voll bekannt vor, der Name da. Hallo, Only Set, Servus. Only Set schreibt Hallo, ich kenne Only Set nur von Ausrufezeichen Paulis Befehl. Aber Servus. Moin, moin. Okay. Ja. Dann stellen wir erstmal doppelte Assassins vielleicht rein. Die machen das auf jeden Fall. Wie lange geht die Season eigentlich noch? Hat bisher nur bis Night 8 geschafft und will noch bis Bischof kommen. Ja, gut, ist ja schnell gemacht. Das sind ja ein, zwei Runden. Die Season geht bis zum 30.04. generell. Aber muss ich immer gucken. Das ist nach asiatischer Zeit erstens. Und zwar, also ich würde gucken, dass ich bis zum 29.04. das fertig habe. Weil am 30.04. ist es manchmal so, dass auf einmal schon weg ist. Oder sogar am 29.04. abends oder sowas von deutscher Zeit. Also wenn du es noch werden willst, würde ich gucken, dass ich vielleicht bis zum 29. oder bis zum 28. noch die ein, zwei Runden spiele und gewinne natürlich. Aber generell den Monat noch, dann ist die Season vorbei. Ja, ich muss Beastmaster liegen lassen, wenn ich das so spielen will. Hallo Flo, ich würde doch gerne auf Orc Drop gehen, aber. Ach, bei dir ist zwischen Night 4 und Night 8 hin und her. Das ist natürlich ärgerlich dann. Da musst du einfach ein bisschen skillhafter spielen, Lord hier. Nein, Spaß. Erstmal richtig unsympathisch sein, da sehe ich mich. Nein, war nur ein Gag natürlich. Das war natürlich nur ein Spaß. Abgehoben. Leute, es gibt echt einen abgehobenen Befehl. Ich habe voll vergessen, dass es einen abgehobenen Befehl gibt. Das ist ja noch schlimmer. Aber der hat wenigstens das 6-mal getriggert. Aber ich meine es nicht ernst, Leute. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich. Es ist so krass, was wieder inzwischen für das wieder. Ach, man, ich hätte nie gedacht, dass es mal so professionell wird. Aber ganz ehrlich, ohne euch Mods und ohne Mille vor allem und natürlich ohne alle Mods, wäre das alles nie so professionell, wie das heute ist. Wenn man es professionell nennen kann. Das Einzige, was ich hinbekommen habe, ist mir irgendwann meinen Greenscreen zu holen, der hier ist. Aber das seht ihr gar nicht. Aber der ist hinter mir direkt, der Greenscreen. Hey Murphy, moin moin. Gleich erstmal ein 4er Kier Force. Echt ein 4er Kier Force, Lord Theodor? Machst du nicht eher MacForce später oder sowas? Dass ich dich eigentlich. Ich sehe dich eher bei MacForce. Das Hunter. Aber sagen wir es mal so: Ich habe keinen Bock auf Hunter die Runde. Ich habe auch schon so gut die Assassins gezogen, deswegen. Welches Strat magst du am wenigsten gerade? Das wäre jetzt dumm, das dir zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie. Boah, aber ganz ehrlich. Ich würde fast sagen, ich habe keine Strat, die ich. Vom Spielen habe ich, glaube ich, keine Strat, die ich gar nicht leiden kann. Früher war es Akir, aber Akir mag ich inzwischen. Früher haben mich ja alle mit Akir verarscht, dass ich Akir spielen muss, aber Akir spiele ich eigentlich inzwischen sehr gern. Ich bin auch inzwischen sehr gut im Akir spielen. Oder relativ gut zumindest. Ich spiele Knights, spiele ich ungern, weil Knights so schwach sind. Aber eigentlich spiele ich, also eigentlich ist Knights einer meiner Lieblingscombis, aber die sind halt so schwach, dass ich die halt momentan ungern spiele. Ja, Force mich Meepo Akir, das spiele ich ganz ungern, Lord Theodor, ganz, ganz ungern. Ist halt echt schwer geworden, nicht zu forcen. Ist halt echt so. Ich habe halt auch alle Forces inzwischen schon irgendwie voll viele Forces gemacht. Also mir wird es gerade spontan nichts. Oh, Trolle. Ja gut, Trolle ist ein guter Call, Lord Theodor. Das ist ein guter Call. Trolle ist ein guter Call. Trolle spiele ich wirklich nie. Hey Lukas, moin moin. Ja, Faceless spiele ich eigentlich auch ganz gerne, Murphy. Wieso ist es nicht? Faceless ist schwierig zu spielen, finde ich. Also auf Faceless generell, das wäre auch so eine Runde, wo man auf Faceless, wobei ich habe schon so gute Assassins eigentlich. Also Faceless ist keine Strat, die ich ungern spiele. Ich spiele sie nicht oft, das stimmt, aber ich würde es nicht sagen, ich spiele die nicht gern. Das würde mir zu weit gehen. Ich mag's mega, aber hab's noch nicht oft bei dir gesehen. Ja, ich habe Faceless, ich habe vielleicht in meinem Leben fünfmal Faceless gespielt. Würde ich jetzt so sagen. Ich würde schätzen, fünfmal habe ich Faceless gespielt bisher. Ja, vielleicht auch 10-mal. Ich habe schon so viel Auto-Chess gespielt. Vielleicht war es auch 10-mal. Kann natürlich auch sein.
So 5 bis 10 Mal. Aber ich bin damit eigentlich meistens weit gekommen. Meistens die Faceless sehr gut bei mir, muss ich sagen. Also ich würde auch sagen, ich bin ein relativ guter Faceless-Spieler. Zumindest normal Faceless halt. Einfach wo wir Faceless gehen, dann auf Tiny, Mars, Beastmaster, Slark und so. Also wie man halt klassisch Faceless spielt. Also ob ich es verkackt, aber er könnte alles killen, wenn es gut läuft. Boah, das ist halt belastend, dass ich jetzt echt... Was hat er denn für ein Team gehabt? Hat er doch ein scheiß Team gehabt, oder? Hä? Ich habe Level 2er Tiny, ich habe Assassins und er fast so Nahkämpfer. Wie kann ich das verloren haben? Das verstehe ich nicht. Hätte ich never gedacht, dass ich mit dem Team eine Runde verliere gegen so einen. Ich hätte schon gerne Streak gehabt. Ja, gut. Aber wir haben trotzdem ein ordentliches Team. Wir können hier ganz gut... Also, hier dich weg. There's a price on all. Ja, oh lol, warte mal, ich bin viel zu früh noch, ich dachte, ich kann schon hochleveln. Ja, geil, nächste Runde hätte ich es eh gemacht, also von dem her. Ja, mal gucken, auf was es hinausläuft. Eigentlich könnten wir mal kaufen, weil ich will ja eh stark sein. Mann, ich wollte Mana-Boots haben. Mal, das ist ein Tiny erstmal. Gott, sind ja nicht so deins, oder? Ja, Murphy, jein. Also was man halt sagen muss, die letzte Runde, die ich habe heute Morgen schon gestreamt und ich hatte heute Morgen die letzte Runde des Tages, also des Morgenstreams, hatte ich 4er Gott mit 6er Assassins, 4er Gott, 6er Assassins und 4er Tauren. Das war eine richtig witzige Comp. Also ich habe richtig hart Gott gespielt heute schon. Gott mit Mage spiele ich halt nicht mehr so gerne. Also ich bin aber generell nicht so der Gott-Spieler, das ist schon richtig. Also Gods und Trolls sind vielleicht so die Comps, die ich nicht so gern spiele. Aber Lotheo, du kannst natürlich auch was forcen oder generell, ihr könnt mich auch was forcen, was mir Spaß macht auch. Das war ja auch eine Option. Ich habe irgendwie das Gefühl, die heute wollen mich immer nur abfucken. Mann, ich bin schon so stark, Alter. Ist das geil. Ja Leute, wir müssen fast die Assassins grinden. Guckt euch mal das Team schon an. Wir können echt auf die Assassins gehen, die Runde. Oder wir sagen, wir leveln einfach und tun die Assassins mit denen stark bleiben und switchen nachher auf irgendwas. Also ein God-Troll-Force. Oh Gott, hör mal auf mit God-Troll-Force. Es gibt gar keinen Sinn. Aber erst, wenn ich in der Runde mit dir komme. Genau, es funktioniert zusammen ja nicht mit Gods. Weil die, wenn die Troll-Bonus haben, haben die ja keinen God-Bonus. Das funktioniert nicht. Es soll immer, wie gesagt, also ich bleibe bei dieser der Meinung, man kann mich auch was forcen, was auch ein bisschen exotischer ist. Aber ich nehme mir raus, den Force nicht anzunehmen, wenn es kompletter Quatsch ist. Und God's Rolls wäre zum Beispiel kompletter Quatsch. Ach Leute, Theodor, ich liebe eigentlich deine Mech-Forces immer, muss ich ehrlich sagen. Weil ich spiele extrem gerne Mechs, aber Mechs sind halt zu schwach, deswegen darf ich die nicht spielen. Weil die zu schwach sind. Aber wenn ich drauf geforced werde, freue ich mich immer, wenn ich meine Runde Mech spielen kann, ohne schlechtes Gewissen, weil ich habe ja dann Force, ich kann ja nicht anders. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben auf 10 Gold erstmal. Was kann man denn late spielen? Jetzt mal mit dem Gedanken zu spielen, dass wir irgendwas Cooles aufbauen uns. Dann wäre ein Warlock-Team wäre später möglich, um was mit Warlocks zu spielen. Es gibt keine Dragons leider. Man könnte auch die Runde einfach auf 4er Akir gehen, theoretisch. Wäre auf jeden Fall stark. Einfach 4er Akir zusammensammeln. Oder 2er Akir, je nachdem. Also wenn es nächste Runde Techies und Shao gibt, dann forst du mich. Ja, aber forst du mich dann auch wirklich? Oder du forst mich dann wirklich? Ich kann mich nur von Anfang an schreien, schon Max kaufen, meinst du wahrscheinlich, wenn ich Max im Roll habe. Verstehe ich das richtig? Ja, ja, okay. Dann bist du einfach so weg, Alter. Die 30k Punkte. Chillig. Hey, Servus, Servus, Surf, moin, moin. Der schlimmste Name immer noch meiner Meinung nach. Aber Servus, freue mich, dass du am Schlüssel bist. Ja, komm, wir gehen auf Gold. Wir haben ein gutes Team. Wenn wir die eine Runde nicht verloren hätten, hätten wir das eine Winning Streak. Aber wir verlieren so eine Schmutzrunde vor. Was spielt er denn? Leute, der, noch einmal, den Querti kenne ich doch. Querti sagt mir was. Oder gibt es, bedeutet das irgendwas? Und ist es irgendwie wegen der Tastatur, wegen Quert, weil das dann nebeneinander ist irgendwie? Ne, gibt es doch irgendwie sowas, Querz, keine Ahnung, aber Querz, die kommt mir voll bekannt. Ah, der Typ kommt mir voll bekannt vor dem Namen, vielleicht hier heißen einfach mehrere so, weil das irgendwas bedeutet mit der Tastatur, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Wo ich spiele gegen den übrigens. Der hat auch schon ein starkes Team. Gegen den kann ich jetzt verlieren. Dann bekommt er immerhin keine Streak, weil ich ja keine aufgebaut habe wegen dem einen Loose. Aber ja, seine ganzen Level 2er leben noch. Ich habe keinen Stun. Wenn er noch meinen Spawn rausbekommt, ist vorbei. Ah, das ist vorbei damit. Ja, mit einem Vogel weniger hat es vielleicht gereicht. Ja, gut. Egal, wir haben Echo, Leute, das passt. Wir haben Echo. Ich spiele übrigens die ganze Zeit mit so einem Klebeband hier rum und tue das in meiner Hand drehen. Ich hoffe, man hört das im Mikrofon nicht. Ich muss das aber irgendwie weglegen. Ich weiß auch nicht, wieso ich das tue. Hm. Ich nehme mal einen Razor mit. Das große gehen auf 30 Gold. Ich gehe einfach auf 4er Elements mit Assassins, Junge. Ups. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Also 4er Elements habe ich schon ganz lang nicht mehr gespielt. Und da hatten wir heute Morgen auch einen in der Runde, der 4er Elements gespielt hat. Sieht man nicht mehr so auf. Also wie viel Schaden der Spellbreaker gemacht hat. Hallo Golems. Aber ich glaube, viele haben heute gegrillt, oder? Safe. When Dark Reef rises, I'll be waiting. Spirit Breaker. Ich habe eh keine Streak, weiß ich mal. Okay, das brauche ich auf keinen Fall. Man könnte bessere Items mitnehmen. Oder wir sagen, wir nehmen kostenlosen Dismiss, aber wenn ich Assassin spiele, schließe ich Trolls aus und die kosten eh nur 10 Gold. Deswegen nehme ich, glaube ich, wirklich das bessere Item einfach mit. Damit mache ich nichts falsch. Und Dismiss, ich weiß da noch gar nicht, ob ich safe. Also ich. Nee, nimm mal Weaponsmith. Hätten wir mal die Items aufgehoben. Fertig mit der Winning Streak. Ich komme nicht drauf klar. Ein Pango schon so early ist natürlich interesting. Alter, wir kommen voll früh auf 6 Assassins dann gleich. Wieso gehe ich Level eigentlich gerade? Ja, wobei Trolls ausschießen kann ich immer noch machen. Hey Machara, Servus, Halo Halo. Ich habe Halo auch immer früher gezockt. Der Frühaufsteher, warst du heute Morgen noch zu früh im Streamer heute Morgen oder wie? Das wird mich nicht überraschen, heute Morgen war ich auch früh am Stüssel im Stream. Aber für heute, also heute Morgen, als ich angefangen habe, waren viele noch, für die es viel zu früh war. Hätte ich gewusst, dass ich gegen ihn spiele, hätte ich vielleicht wirklich hochgelevelt. Oh, sieht aber gut aus, auch wenn es gerade laggy ist. Ja, mit einem mehr hätte ich es auf jeden Fall geschafft, glaube ich, aber so ist jetzt wieder, dass sein scheiß Beastmaster übertreibt, Mann. Ach, ja, mit einem mehr hätte es vielleicht gereicht, ja. Als ob ich am Sonntag 7.50 Uhr aufstehe. Ja, ich sage euch, ich bin da eh aufgewacht. Und ich wusste, ich muss morgen streamen, weil ich wusste, am Mittag kann ich nicht streamen. Weil halt bei mir Besuch am Start war. Aber ich konnte es doch nochmal am Namensack online kommen. Ich hätte auch heute bis 18 Uhr gehen können, deswegen wusste ich halt nicht, wie lange es heute geht. Aber jetzt deutlich, ich komme trotzdem nochmal am Nachmittag. Ist ja kein Problem, dafür bekomme ich halt öfter, also mehr online, dann ist doch auch gut. Und am Morgen mal so ein paar entspannte Runden, ist auch chillig. Piep, 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 piep. Bei den Streamern ist doch jeden Tag Sonntag. Ja, bei mir ist das noch nicht ganz so, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht ganz auf diesem Level angekommen, dass ich einfach meinen Lebensunterhalt vom Stream verdienen kann. Da fehlt noch ein bisschen was. Noch so, weiß ich nicht. In so 2-3 Wochen reicht's vielleicht dann.
Der Quert, die nervt mich. So eine Angeber ist das. Ich könnte diesmal echt. Warte mal, gibt's Elder Titan? Nee, okay. Head for the quarry! Tiny juckt mich eigentlich eh nicht mehr. Ich mache jetzt den Troll, das müssen wir halt endlich nach 100 Jahren. Ja, ich gehe von Tiny eh gleich weg. Ich lösche zur Not wieder die Ench, wenn ich Geld brauche, Gold brauche. Die stehen aber nicht mitten in der Nacht um 6, 7 Uhr auf, einfach nur Murphy. Tja. Ich bin aufgewacht um kurz nach 7. Dann habe ich halt geduscht und Zähne geputzt. Und dann war kurz vor, da war irgendwie 7.30 Uhr. Dann habe ich noch kurz in Instagram geschrieben, dass ich gleich online komme halt. Also übrigens, falls ihr nicht verpassen wollt, wenn ich online komme, bekommt Twitch-Meldungen nicht. Könnt ihr hier nochmal an alle, ich tue es meistens nochmal auf Instagram schreiben. Lash auch jetzt weniger, aber ab jetzt wieder mehr, wenn ich online komme. Und dann bin ich halt online danach halt. Ja, habe noch kurz meine Haare geföhnt halt. Alter, ich bin so ein Killer einfach in Schleichwerbung, was ist Schleichwerbung, aber nebenher Werbung macht mich einfach stark. Nipo. Meint ihr, Runde 15 wird stressig? Eigentlich dürft ihr nicht stressig werden. Wir haben Nagas, wir haben Assassins, wir haben den Spawn hier von dem einen Teil. Enchanted, I'm sure. Ist ein Ding stärker als ein Pangolier. Ich weiß nicht, der Level 2 ist stärker als der Pangolier. Ich will auf jeden Fall Element Buff behalten. Aber es muss eigentlich reichen mit dem Team. Eine Unit ist komplett raus, der wird die ganze Runde auf das Totem einhin, damit haben wir einen Gegner weniger. Hey Scorpion! Vielen Dank für dein Follow, aber ist es der Scorpion, der normal. Hä? Warte mal. Aber danke auf jeden Fall. Ist es der Scorpion, der von Dings, vom Bein der Scorpion, oder ist es jemand anderes? Ein neuer Scorpion. Zu viele Skorpione. Hast es mal wieder lange ohne uns ausgehalten, damit Hu. Hallo Mille. Ja, bei mir ist alles fertig gewesen, deswegen dachte ich, ich komme mal online nochmal für ein paar Runden. Ich hatte Bock. King of the Desert. Scheiß auf ihn. So, warte mal, ich muss kurz überlegen, was das Schlauste ist. Ich hab halt damit schon fast dann das Ding nachher zusammen. Oh, warte mal, ich hab irgendwas dumm gestellt, oder? Ich hab einen doppelten Spirit Breaker gestellt, ich Idiot. Egal, das Team ist trotzdem stark jetzt. Und wir müssen heute natürlich noch. Ja, ich nehme ihn mit. Ich kann dann den Müffelhammer nachher dort noch holen. Ich muss eher eins von beiden mich entscheiden. Wobei, hat er irgendwelche Items geholt? Ja, wobei er eh nichts von davon geholt hat. Ja, Leute, das Goal ist heute noch, 4 Abonnenten auf YouTube zu bekommen übrigens. Das wäre das Goal heute noch für den Stream. Mal reinhauen. Falls irgendjemand noch irgendwas. Ich hab heute schon ein, zwei Mal euch damit genervt, aber das wäre das Goal heute noch. Weil wenn wir noch 4 Abonnenten haben, haben wir 1000 Abonnenten auf YouTube. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel für heute. Haben wir neben für BKB. Haben wir für BKB noch eine Option gewesen, das stimmt gegen ihn auch. Ja, das ist ein guter Call auch. Paul beim Grillen gucken schon sehr entspannt. Ah, das freut mich doch. Dad freut mich doch, das nehme ich als Kompliment, du. Ja, der Hammer wäre für BKB vielleicht nachher interessant gewesen. Ja, das ist schon true auch. Ich hole jetzt erstmal ein Bitzele. Nightcrawler. Nochmal die. Jetzt mal wieder Assassin rein. Das ist doch krass. Wir ziehen Assassins so. Keine große Richtung Level. Nicht mal Level 2 gehen und geschweige denn Level 3. Aber wir haben schon 7-mal Spirit Breaker gezogen. What the hell? Ich habe schon lange Assassins nicht mehr mit Earthshaker schon lange nicht mehr Assassins gespielt.
schon wieder ein LD2. Wieso sehe ich momentan so viele Gegner, die early schon LD2 haben? Irgendwie, das schmeckt. Come on. Ja, Pango macht das easy. Oh lol, das war voll wenig Damage. Och Gott, und er ultet noch. Ja, schade. Ach, QWERTY, was ist denn das? Ha, Leute. Hey Crouchy, was meinst du vorher mit den Gods? Meinst du irgendwas wegen der Gottrolle, die wir vorher, wo ich vorher hatte? Oder? Ach so, nee, nee, ich meine Assassin mit der Earthshake habe ich lange nicht mehr. Ach stimmt, doch. Ja gut, stimmt, ich habe ja, ja, okay, dann, ja stimmt, du, Crouchy, du hast vollkommen recht, Crouchy, du hast vollkommen recht. Ich nehme alles zurück. Ich hatte ja vorher Vierer-Tauren sogar gehabt. Aber ich meine damit eher, dass ich schon lange nicht mehr Early, also Early 6 Assassins mit einem Earthshaker gespielt. Ich glaube, früher habe ich Assassin immer so gespielt. 6 Assassins, dann Earthshaker dazu, um den Spawn zu haben. Also im also Early Game. Das habe ich schon lange nicht mehr so gespielt. Das meine ich eher. Aber ich habe vorher habe ich Earthshaker in Runde 35 oder sowas reingestellt für noch Full Tauren. Oder später vielleicht sogar. Aber die Runde war geil vor Gods Assassins, Leute. Wenn ihr die Runde verpasst habt, die kommt in 3-4 Tagen auf YouTube irgendwann. Ich habe momentan nicht so krass im Voraus aufgenommen. Da kommt eine schöne 4er Gott, 6er Assassin, 6er Tauren, 4er Tauren Runde. Die war echt nice. Und was auch nice wäre, ein Pangolier zu ziehen. Ich darf keinen Nix Assassin übersehen, weil ich würde es wieder mit den Akias vielleicht spielen. Alter, wie viele Kottels kommen? Wenn ich im Ancient spiele, kommt niemals so viel Kottel. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. War auch kein Front, ja zum Glück. Hab schon verstanden, was du meinst, wollte nur ein bisschen klug scheißen. So kenne ich meine Community. So kenne ich euch doch. Nee, aber ich finde es cool. Ich bin auch großer Freund von Backseat Gaming. Also ich habe da gar nichts dagegen. Ich verstehe Leute, die da keinen Bock drauf haben, dass die Backseat Gaming Chat und sowas haben, das verstehe ich vollkommen, aber ich bin da komplett das Gegenteil. Ich habe überhaupt nichts gegen Backseat Gaming. Wenn man mir sagt, wenn ich einen Fehler mache gerade oder so. Ich hatte überhaupt nichts dagegen. So habe ich so viel dazugelernt durch Twitch. Durch Twitch habe ich extrem viel zugelernt. Kuhscheißbonus darf nur ich. Erstmal wegbannen. Hey Libi, servus, welcome back. Ja, da bin ich schon wieder. So schnell geht es manchmal. Come on, Game, gib mir jetzt ein Pangolier bitte. Und vielleicht noch mehr Shakers. One way follows another. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. Enchantress Geld mitnehmen. I'll just sharpen my spear and I... For the right price, anything. Okay, damit steht das Team an sich komplett. Damit kommt er jetzt Magic-Schaden rein. Und in dieses Team kommen jetzt... Ich mache ein paar Level 2er fertig. Also Level 3er und Level 2er hier. Und dann kommen hier ganz viele LEDs rein. Dann haben wir das Team fertig. Hey Trigger, servus und hallo. Ah, die hat schon geschrieben, ich Idiot, hat nochmal geschrieben. Hallo auf jeden Fall nochmal an alle. Sorry, Bro. Welcome back, Mr. Trigger. Weil mein Herz riesengroß ist, verzeih ich dir nochmal, ausnahmsweise. Ich bin schon relativ stark, deswegen wäre das eine Option. Aber ich glaube, ich sehe mich eher bei den IOs. Um ein paar schöne Level 3er und Level 2er fertig zu machen. Enchanted, I'm sure. Trees are not so good with motion, you know. Hey Johnny Walker, welcome back. Ich habe durch dich und die Streams auch voll viel gelernt. Kannst du mal bitte kurz schauen, welchen Rang ich gerade habe? Vielleicht ist Flug noch möglich. Ja, wenn du bei mir drin stehst halt. Ah doch, hier bist du auf 6. Du bist ganz unten. Also in der Top 10 Liste ganz unten. Also bist du auf 6. Klar, ist noch möglich. Ist ein Tag, also halt mal 4-5 Runden am Stück spielen und gewinnen, theoretisch. Ja, aber vielleicht doch mehr. Aber ich bin auch voll, ich war auch Bischof 5 zwischenzeitlich gut. Ich bin so schnell wieder auf Bischof 9 hoch. Ganz schön viele Assassin heute. Ja, irgendwie ergibt sich heute schon. Ich weiß auch nicht warum. Heute, die Assassins kommen halt early immer schon sehr gut. Sieh ich auch, was ich jetzt wieder für ein Team habe. Also Assassins kommen heute einfach stark. Aber Assassins hatten wir dafür lange nicht mehr gespielt.
Aber jetzt heute dafür und auch letztes Mal, glaube ich, auch schon. Jetzt habe ich momentan wieder viele Assassins, aber es einfach gut kommen. Und die wurden auch ein bisschen gebufft, die Sechser, deswegen ist es okay. Enchanted, I'm sure. Bisschen Tryhard geht immer. Oh, noch meine LD, nice. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Also der Pangolier und Io kommt auch nicht, obwohl ich hier das Io-Ding habe. Hatte vorhin noch eine nette Knight-Runde. Legion Commander mit 50 Stacks und ein DK3. Boah, das hätte ich echt gerne mal wieder. Oh, mir, das waren so gute Zeiten, als man das noch richtig gut spielen konnte. Da hattest du aber Legion Commander richtig early auf 3, Runde 22 oder sowas, oder? Weil Legion mit 50 Stacks, entweder war das eine ewig lange Runde oder du hattest Legion halt wirklich schon Anfang Runde 20 irgendwo auf Level 3 gepackt bekommen. Und die Legion muss ja Level 3 gewesen sein, sonst hätte die niemals 50 Stacks geschafft, oder? Das komme ich inzwischen fast nicht mehr hin, die Legion mit so viel Stacks. Ja, außer du hattest zwei Legions von Anfang an und die haben schon von Anfang alle Runden gewonnen. Dann vielleicht auch. Na, ja. Querti? 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 Ah, oh, nice. Ehrenmann. Nur bis Runde 49, leider nur bis Runde 49. Ich würde einfach mal behaupten, bis Runde 49 ist relativ lang. So, ich habe ein Ding übersehen. Doch ein Furion, aber ich brauche schon noch gar nicht unbedingt. Sharpen my spear and I'm ready to go. King of the Desert. Nightcrawler. Guck mal nachher wieder zurück. Wenn man so weit ist, will man eigentlich schon gerne Runde 50 sehen, zumindest geht's mir so. Ja, fühle ich irgendwo auch den Punkt, so ist es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Runde gegen Querti verliere, wo ich gerade eben gewonnen habe mit einem viel schwächeren Team. Ich habe gerade nochmal gut was hochgezogen. Wobei, ich habe nur den Ding hochgezogen, den Sandking, oder? Ah, nee. Ja, doch, nur Sandking, glaube ich. So viel war das gar nicht. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auf Level gehen. Jetzt habe ich halt noch einen Bounty, der fehlt und noch einen Nix. Jetzt, das wird natürlich auch wieder irgendwie an mich dazu bringen. Ich hatte noch nie Runde 50 gespielt, aber mein Gegner wollte kein drittes Mal den Schaden müssen. Also im Schaden müssen ist gefühlt, finde ich, auch relativ häufig. Dass dieser Damage-Miss kommt. Ich wollte gerade sagen, ich bin greedy und ich werde es bereuen, aber ich bereue es gar nicht. Ah, wobei, das Iron sollten wir uns vielleicht echt aufheben. Das sollten wir vielleicht nicht so direkt racen jetzt. Ah, das wäre halt schon... So viel stärker macht mich halt nix, Assassin, ich bin mal ehrlich. So viel stärker macht der mich nicht. Okay, wir haben zwei Level 3er fertig bekommen. Der Rest ist relativ weit weg von Level 3, deswegen können wir jetzt schön Level gehen. Ja, ich verstehe, dass die 25% zu viel sind. Für Late Game ist es halt ein super geiles Ding. Wenn du eh Late Game keine großartigen Sachen mehr brauchst, da ist halt dann wirklich dieses Shroud und wie das heißt, echt stark. I'm rich. Alle Knights auf 3, außer Bad Rider, Disruptor, Husker, Shakiro, Visage auf 2. Chillig. Ja gut, aber bis Runde... Das Ding ist halt, guck mal, das ist immer noch, finde ich, traurig und ich glaube, da fühlen mich die meisten. Das war halt das Coolste früher. Früher, wo die Runden noch viel länger gehen, hattest du so ein krasses Team am Ende. Inzwischen ist es fast unmöglich, dass eine Runde bis über... Also selbst bis Runde 40 gehen die meisten Runden ja nicht. Die meisten Runden gehen ja nur noch bis Runde 35 maximal. Ich sehe so selten die Trolle inzwischen, weil einfach die Runden schneller vorbei sind. Wenn man es mit den anderen Relikts vergleicht, würde ich immer noch sagen, dass das Shroud balanced ist. Ja, Shroud ist halt im Late Game halt erst richtig stark. Im Late Game kannst du halt die meisten Relikte nicht mehr benutzen, anständig. Also wenn du über Runde 40 hinaus bist, dann die meisten Relikte sind einfach useless da. Weil das Mist hast du eh schon, du hast deine Units eh schon gezogen. Die meisten Relikte sind einfach unbrauchbar dann. Ja, ist halt wieder komplett lagabhängig. Schau, das stimmt. Nochmal kurz zur Info. Auf Pangolier bringt mir das Ding extrem stark, oder? Battlefury. Das macht schon Sinn auf Pangolier. Sehe ich das richtig? Ich vergesse das immer.
Aber er zählt ja als Nahkampf und seine Ult zählt auch als ganz viele kleine Nahkampfangriffe, oder? Also ist es sehr stark. Oder ist es auf Slark 2 besser? Ich glaube, Plus schreibt dran. Ich glaube, auf Pangolier war das stark. Bin mir relativ sicher, dass es so ein Ding war. Ich habe auch Level 3 Ruhigskette geben können oder auf dem Slark. Ja, Monopoly auf jeden Fall auch, aber bei mir ist es meistens so, dass ich spätestens Runde 30 mir das Monopoly hole und dann schon meine. Ich habe ja meistens schon Runde 30 die ganzen Level 3 oder Runde 20. Meistens nehme ich sogar schon Runde 20. Also Runde 30 nehme ich meistens was anderes schon. Also da habe ich meistens schon mein Monopoly bekommen. Aber klar, wenn man es nicht hatte bis dahin, weil ganz viel Level 3er macht, das auch Sinn. Auf Pango ist insane. Einfach Pango mal weniger Schaden als Bounty Hunter gemacht, nice. Ja. Heißt es eigentlich Monopoly oder Monopoly? Also eigentlich Monopoly, oder? Ich spreche das immer so komisch aus. Aber eigentlich müsste es einfach nur Monopoly sein. Wie heißt das Spiel Monopoly? Monopoly. Ich hatte einfach nur Monopoly rein, das hilft mir jetzt richtig viel. Nice. Ich gehe auf Level 9, glaube ich. Und auf Level 9 roll ich dann des Todes. Für 3 Lone Druids und ein paar Druiden an sich noch. Zwei Streams am Tag, Hype. Freut mich, Lerank, und welcome back. Stimmt, da hab ich so gar nicht drüber nachgedacht, Murphy. Das hat mir schon mal das Thema, hab ich voll vergessen, dass eigentlich das auch ein Vorteil für die anderen so ein bisschen ist, mit dem Pre-Dismiss, ja. Da bringst du echt, klar, wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst auf irgendwelche Level 3er, was gibt's denn in Level 3 coole Units? Einer geht auf Humans und zieht die ganzen Krieger, zieht die ganzen Humans auf Level 3 hoch, was eigentlich nie einer spielt. Und dann kannst du, und du gehst auf irgendwie Shadowfiend, Druiden oder sowas und hast dann alle frei. Aber gut, ja normalerweise ist es schon late, wenn die ausgeschlossen werden, da bringt es nicht mehr so viel. Ja, genau, Machara, stimmt. Du hast ein Pango 9k, stimmt, das ist krass. Ja, es ist auf jeden Fall schlimmere auf jeden Fall als Shroud, das stimmt. Ja, wenn noch jemand eine Unit braucht, so ja, also ich bin vollkommen bei euch, dass das Monopoly-Ding jetzt mega OP ist. Wir sollten vielleicht doch ein bisschen rollen jetzt erstmal, Leute, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben jetzt noch IOs, die wir mitnehmen können, das sollten wir vielleicht noch ausnutzen. Ich kann ja nach Runde 30 wieder leveln, dann auf Level 9. Aber jetzt nochmal die IOs mitnehmen. Da sehe ich uns. Ups. Trees are not so good with motion, you know. Nightcrawler. Nice, alles richtig gemacht, dass ich den davor nicht genommen habe. Okay, ich habe alle Items außer halt Magic Schaden, logischerweise habe ich alles auf Pangolier, weil Pangolier macht physischen Schaden, ne? Jo. Piep, piep. Alter, es klopft jemand. Die Nachbarn, ich bin so laut. Ja, jetzt reichen mir im Endeffekt eigentlich sogar 2 LDs. Hallo Nixon, Servus. Hey Nixon, hast du auf Twitch mal wieder geschafft? Freut mich. Servus, Servus. Moin, moin. Nochmal Jo mitgenommen. Okay, gerne doch. Enchanted, I'm sure. Pango. Ich brauche noch 2 LDs. Jo, ich spiele auf jeden Fall noch eine Runde. Ich spiele auf jeden Fall noch ein Ründchen. Also jeder, der nachher mitmachen will, kann natürlich gerne wieder mal reinkommen. Ich freue mich. Ich mache danach eine Community-Runde auf. Weil er wieder durchgerattert ist.
Wir nehmen heute mal ein paar Iros mit. Hey Lorraine, vielen Dank für deinen dritten Monat. Ich muss gerade rollen, tut mir leid, aber Ehre geht raus auf jeden. Ehre, dritter Monat auch schon. Du bist so extrem aktiv einfach am Stissel. Viele, viele Dank. Oh, warte mal, da kann ich das schon mal draus bauen. Und den Rest behalte ich lieber mal noch kurz und überlege mir ein bisschen, was ich machen will. Beep, beep. Leute, ich muss heute ein bisschen öfter YouTube-Befehl reinmachen, ne? Vielleicht ist irgendjemand dabei, der noch nicht abonniert hat. Ich muss heute, Leute, ich bin unter Druck. Ich schwöre es euch, diese vier Leute, die machen mich fertig, die fehlen. Die drei Leute, die fehlen, machen mich fertig. Sorry, ich nehme alles zurück. Guck mal, es lohnt sich schon. Hat sich schon gelohnt, Werbung zu machen. Hat sich wieder irgendeiner abonniert. Ach, dein Abo-Symbol war weg. Okay. Das ist natürlich belastend. Hast du alles richtig gemacht, wenn du wieder abonniert hast? Nee, danke. Freue mich auf jeden Fall. Ich habe wieder Only 93. Warum genötigt, Manisa? Wie meinst du? Weil du sein Prime hast oder für sich, verstehe ich gerade irgendwas falsch? Vielleicht verstehe ich irgendwas falsch. Hm. Ja, ich hole mir nachher nochmal den anderen LD, ganz ehrlich. Gehe ich jetzt nochmal Level. Dich auf YouTube zu abonnieren. Ach so, Ehre. Fleischsternchen, ja. Eigentlich muss jeder Mod von mir pro Monat eine gewisse Anzahl an Abonnenten rekruten. Das ist eigentlich, das steht in eurem Arbeitsvertrag drin. Direkt neben dem Bereich von Entlohnung. Also das populär ist bei euch. Bugli, Bugli, Bugli. Tschüss. Griff's Bango. Was ist Griff's Bango? Check Griff's Bango nicht. Vielleicht bin ich der Einzige, der das nicht checkt. Ich mache jetzt hier aber auf jeden Fall mal... Ach, Guardian Greaves kann ich machen. Das war der Call. Ach, Pango soll das heißen. Oh Gott, bin ich lost. Sorry fürs Lost-Sein mal wieder. Das sind nice Items auf ihm drauf. Ja, ich lad mal kurz das Mana liegen, weil ich weiß nicht, ob ich auf ihn gleich irgendwie eine Crown zusammenbekomme oder so. Alter, macht 30 Mage Schaden. Oh, der wird auch nochmal stark. Ah, nee, Leute, das wird so eine Runde, wo ich nachher verkacke wieder im Finale. Ich hasse es momentan immer im Finale am Schluss zu verlieren. Ich kann das nicht ertragen. Packung mit Battlefield Bock Hardy auf jeden Fall. Hallo Jan und hallo Alka. Moin, moin. Freut mich, dass ihr am Stissel seid. Geht gut, nice. Sollen wir gleich nochmal einen Pango reinstellen, der sich verwandelt, oder sollen wir nochmal einen Sandking dazu packen? Alter, er hat einfach, oh mein Gott, sein Shadowfiend macht uns halt komplett kalt. Unsere ganzen Assassins fliegen halt, sterben halt wie die Fliegen. Ich wollte gerade sagen, fliegen wie die sterben, Alter. Level und Booster. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ER ist unser Problem. Die Mages sind gar nicht so hart unser Problem. Pango wäre es, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Weil der verwandelt sich auch nochmal in Level 2 oder Level 3er sogar. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Level 2 oder 3er wird. Johnny wird auch Dusa sagen. Ja, wenn Alka sagt, dass es Pango wäre. Also ich glaube, ihn mache ich eh ganz gut kalt. Oder gegen ihn bekomme ich nicht viel Schaden. Er ist das größte Problem. Der Baba Yaga. Wobei natürlich, ich würde natürlich mit einer Medusa würde ich mit dem Magic Schaden hier ein bisschen... Aber 2er Nagel ist zu wenig auch.
Also 2 Anaga, 25%. Venomous Victory. Ich weiß nicht. Dark Reef Rising. Oh, warte mal, ich muss Roman der ID unterstellen dabei, das macht viel mehr Sinn. King of the desert. It's good to be king. IO3 Poker, so viel zu IO3, das war schon wieder. Ja, also der Typ ist nicht das Problem. Sehe ich hier irgendwas gerade nicht, was irgendwie voll stark wäre? Ich habe das Gefühl, ich übersehe hier irgendwelche Sachen. Ich könnte halt hier ein Deggen bauen auf dem Sand King. Die Dusa. Alter, was soll ich mit der Dusa anfangen? Oder ich könnte ein Kaya bauen. Oh, warte mal. Alter, ich bin voll dumm. This is the way to go. Ich muss irgendwie schaffen, dass dein Shadowfiend die Ult nicht raushaut eigentlich. Wenn ich Shadowfiend die Ult aufhalte, dann hau ich ihn halt weg. Ah, nein! Leute, wir haben die Runde geholt, hätte ich never gedacht, dass wir die am Schluss wirklich holen, aber das war die krasse Runde, ich bin ein Double-Timer. Okay, hier kam eh nichts mehr, aber ich hätte doch die nicht runtergestellt. Nochmal das. Oh, das wäre auch interessant gewesen. Was ein cooles Team, Leute. GG. Jo, war echt nice. GG.